Und als letztem Redner in dieser Debatte dem Kollegen Florian Hahn von der CDU-CSU-Fraktion das Wort. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Diskussion jetzt auch zwischen links und rechts gerade ist ja initiiert worden von der Linken mit diesem Einstieg, den Frau Buchholz gewählt hat, um darüber ein Handtuch zu legen, über die große Übereinstimmung dieser beiden Fraktionen in der Frage MINUSMA. Und ich möchte mal eins feststellen. Beide Fraktionen haben hier an diesem Rednerpult nur gesagt, was alles nicht geht und was falsch ist. Aber sie haben nicht gesagt, wie sie eigentlich mit Mali umgehen wollen. Wie wollen sie denn mit Mali umgehen? Wie wollen sie denn dieses Land stabilisieren? Wie wollen sie dafür sorgen, dass nicht Millionen Menschen sich auf den Weg machen müssen, die mit Strapazen, mit Tod, mit Elend, mit Vertreibung? Das ist Ihre Aufgabe hier im Hohen Haus, diese Antworten zu geben. Und da lassen wir Sie nicht raus. Und das sind Sie auch verantwortlich den Wählerinnen und Wählern gegenüber. Und Herr Kollege Lukassen, ich bin einigermaßen verwirrt. Sie haben in Ihrer Rede die Ministerin aufgefordert, mehr Mut zu haben für einen robusten Einsatz im Norden Malis. Sie haben einen Kampfauftrag gegen Schleuser gefordert und Sie haben mehr Bundeswehr in der Fläche angemahnt. Da muss ich sagen, und dann sagen Sie, aber die AfD ist konsequent gegen einen Einsatz in Mali. All das passt irgendwie nicht zusammen. Ich finde, da sollten Sie sich noch mal die Dinge genau anschauen. Als dieser multidimensionale integrierte Stabilitätsmission der Vereinten Nationen, MINUSMA, 2013 eingesetzt wurde, herrschte Chaos in Mali. Die Franzosen haben zwar Gott sei Dank durch ihr beherztes Eingreifen im Norden des Landes den Islamisten Einhalt geboten, aber der Konflikt innerhalb Malis war noch längst nicht beigelegt. Und er ist es heute natürlich auch noch nicht vollständig, sonst müssten wir nicht dort sein. Mit der internationalen Gemeinschaft leisten wir aber im Rahmen von MINUSMA seitdem einen substanziellen Beitrag zur Bewältigung dieses Konflikts. So hat sich beispielsweise die humanitäre Lage in Mali seit Beginn dieser internationalen Mission verbessert. Doch es ist längst nicht alles gut, gar keine Frage. Die Situation in Mali bleibt fragil. Deshalb ist Mali auch weiterhin auf unsere Unterstützung angewiesen. Deshalb muss Deutschland Mali auch in Zukunft auf seinem langen und steinigen Weg zu Sicherheit, Stabilität und Frieden zuverlässig zur Seite stehen. Deshalb müssen wir entscheiden, ob wir unsere Verantwortung für die Stabilisierung Malis und der ganzen Region auch weiterhin gerecht werden wollen. Wir setzen im Rahmen der Mission weiter auf eine starke und abgestimmte Zusammenarbeit zwischen militärischen, polizeilichen und zivilen Komponenten. Und dieser vernetzte Ansatz ist ein wichtiger Pfeiler unserer Außenpolitik, den wir auch in Zukunft beibehalten müssen. Neben unserer Beteiligung an MINUSMA bildet die Bundeswehr im Rahmen der europäischen Ausbildungsmission EUTM Mali die Streitkräfte des Landes aus. Außerdem unterstützt Deutschland aktiv den Dialog und den Versöhnungsprozess innerhalb Malis. Denn nur durch Wiederaufbau, die Versöhnung und die Festigung von Sicherheitsstrukturen im ganzen Land können Perspektiven für die vielen auch Binnenflüchtlinge geschaffen werden und die ganze Region stabilisiert werden. Stabilisierung, das ist dabei der Schlüsselbegriff, und die Stabilisierung Malis wird sich auch auf uns in Europa auswirken. Denn Mali ist eine wichtige Transitregion für Flüchtlinge in Afrika und die Sahelzone ein neuralgischer Punkt für die Migration nach Europa. Und deshalb liegt diese Stabilisierung ganz besonders in unserem deutschen und europäischen Interesse. Die komplizierten Verhältnisse in Mali haben die Mission der Vereinten Nationen von Anfang an zu einer der gefährlichsten in ihrer Geschichte gemacht. Und der Einsatz bleibt gefährlich, und wie gefährlich er auch für unsere Soldatinnen und Soldaten in Mali sein kann, hat uns der tragische Absturz des Tigers im Juli dieses Jahres, bei dem zwei Hubschrauberpiloten ums Leben gekommen sind, gezeigt. Unglücke wie diese führen uns vor Augen, dass wir den Einsatz unserer Soldatinnen und Soldaten nicht für selbstverständlich erachten dürfen. Ich habe großen Respekt vor dem, was unsere Einsatzkräfte vor Ort leisten. Ihnen gebührt unser aller Dank und Anerkennung, und
das ist noch mit das Wichtigste, unsere volle Unterstützung, und zwar nicht nur in den Einsätzen, sondern auch zu Hause, wenn die Soldatinnen und Soldaten wieder zurück sind. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, MINUSMA ist und bleibt ein wichtiger Baustein für einen dauerhaften Frieden in Mali. Mali hat sich auf dem Weg hin zu einer besseren Lebenssituation für seine Bevölkerung begeben. Wir sind bereit, diesen Weg weiter mitzugehen, damit das Land, seine Bevölkerung eine Perspektive in Sicherheit, in Frieden und Freiheit bieten kann. Ich bitte Sie, verehrte Kolleginnen und Kollegen, die Arbeit an einem dauerhaften Frieden in der Region weiter zu unterstützen. Herzlichen Dank. Damit schließe ich die Aussprache.